Hallihallo, eine weitere Episode meines Mathe-Tutorials. Es geht weiter mit algebraischen Grundstrukturen und zwar mit der nächsten, das sogenannte Monoid. Ein Monoid ist im Gegensatz, also besteht nicht mehr aus nur zwei Sachen, sondern aus drei. Man spricht davon im Triple. Die ersten zwei, die kennen wir bereits aus der Halbgruppe. Das sind, also ich nenne jetzt zum Beispiel die Menge mal m. Das sieht dann folgendermaßen aus: m, dann einer beliebigen Verknüpfung. Und dann noch einem anderen Element, das nennen wir zum Beispiel mal E. Und dieses gilt als sogenanntes neutrales Element. Machen wir mal ein bisschen nochmal langsamer. Ein Monoid muss auf jeden Fall folgende Eigenschaften haben. Das erste ist, M darf nicht leer sein. Also M, erstens, M darf nicht die leere Menge sein. Also es muss einen Inhalt haben, muss Elemente drin haben. Dann das zweite ist, M mit der Verknüpfung ist eine Halbgruppe. Halbgruppe. So, also es muss, ja, es baut sozusagen direkt auf die Halbgruppe auf. Es ist das nächst höhere, denn es hat die Eigenschaften einer Halbgruppe und dann noch einige mehr. Und dann noch das dritte. Jetzt kommen wir nämlich zu diesem E, was dieses neutrale Element sein soll. Für alle, wo ist mein Mauszeiger hier? Für alle, nenne ich es mal A, Element M gilt Folgendes. A mal E ist gleich e mal a, also wir können es vertauschen. Und das ist gleich a. Das sieht natürlich jetzt schon wieder ein bisschen arg komplex aus, ist es aber gar nicht so ein inverses, Quatsch, nicht invers, sondern ein neutrales Element wäre zum Beispiel bei der Multiplikation 1. Also egal, welche Zahl wir mit diesem neutralen Element verknüpfen, kommt wieder die ursprüngliche Zahl raus. Machen wir ein paar Beispiele. Zum Beispiel eben, hier die natürlichen Zahlen mit Plus und der Null wäre ein sogenanntes Monoid, denn also zunächst mal das hier ist eine Halbgruppe, das haben wir schon in der letzten Episode bewiesen. Und dann noch jede beliebige Zahl aus dem n addiert mit 0 gibt wieder diese beliebige Zahl. Also 3 plus 0 ist gleich 0 plus 3 ist gleich 3. Und das können wir mit jeder beliebigen Zahl so machen. Wenn wir 0 ran addieren, dann kommt wieder diese ursprüngliche Zahl raus. Das ist einfach dieses neutrale Element. Dieses neutrale Element verändert sozusagen nichts. Ja, das können wir auch noch eine Million Mal dahinter schreiben. Also 3 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, das macht keinen Unterschied. Das ist auch total sinnlos. Warum sollte man das tun? Aber hey, machen wir noch ein paar Beispiele, damit es euch noch ein bisschen verinnerlicht wird. N mit mal und 1 ist ebenfalls ein Monoid. Dann wäre zum Beispiel auch wieder mit gemachten Gruppen, die hatten wir in der letzten Mengen, mit eingemachten Mengen, so 0 und 1, die hatten wir wie gesagt in der letzten Episode, mit mal und der 1 wäre auch wieder so ein Monoid. Z, also die ganzen Zahlen mit Plus und der 0, wäre ein Monoid und so weiter. Also es ist, ja. Ein neutrales Element ändert einfach nichts an der Rechnung. Gut, das war's wieder zu dieser Episode und zu den Monoiden. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.